Ja, hallo und schön, dass du wieder mal ein neues Video von mir schaust. Hat ja jetzt ein bisschen länger gedauert, bis ein neues kommt, denn es ist aktuell gesundheitlich einfach so ein bisschen schwierig für mich und ja, gerade finde ich da nicht so die Lust und die Kraft und die die Motivation dazu, mich hier hinzusetzen, da es aktuell einfach ein bisschen schwieriger ist. Aber ich wollte euch jetzt einmal kurz zeigen, ich war jetzt mal kurz im Action, weil ich da noch ein bisschen was für einen Geburtstag gebraucht habe. Und deswegen wollte ich euch das mal kurz zeigen, was ich da jetzt so mitgenommen habe. Genau. Und zwar fangen wir einfach mal hier an. Das muss ich jetzt mal gucken, ob ich das jetzt hier oben hinstellen kann, dass ich mich nicht immer bücken muss. Und zwar habe ich hier eine Box gebraucht, die habe ich unter dem Regal liegen. Und zwar habe ich ja diese Bücherregale und darunter sind quasi, ist nochmal so ein Abstand, wo jetzt genau diese Boxen drunter passen. Und die habe ich jetzt alle unten verteilt und einen Platz habe ich jetzt noch frei. Deswegen habe ich mir jetzt nochmal so eine Box mitgenommen. Ja, da sagen wir mal nichts dazu. Und dann habe ich in der Werbung gesehen, diese tollen Strumpfhosen. Da bin ich jetzt schon gespannt, wie die sind. Denn wenn man jetzt mal so ein schickeres Kleid oder so anziehen möchte, fand ich die jetzt eigentlich nicht schlecht. Das ist jetzt 60D mit so einem gestreiften Muster, sage ich jetzt mal. Und bei Strumpfhosen nehme ich die auch immer recht groß, damit die besser passen. Also ich finde, Strumpfhosen muss man eh mindestens 1-2 Größen größer nehmen. Dann habe ich hier diese Lux Paper Blöcke mitgenommen von der Weihnachtsabteilung. Ja, da muss ich jetzt auch mal gucken, wie ich das mache, weil diese 3D-Teile nutze ich ja eigentlich so gut wie gar nicht. Da werde ich wahrscheinlich diese Blätter raustrennen und dann verkaufen oder halt weitergeben. Aber das hier fand ich halt doch sehr schön, die Blätter und das Vellum, was so drinnen ist. Deswegen habe ich die jetzt trotzdem mal mitgenommen. Und auch das Papier kann man verwenden und halt eben diese Vellum-Teile. Nur da muss ich mal gucken, weil es ist halt immer ein wenig schwierig, Vellum aufzubringen, ohne dass man sieht. Hier hat man halt jetzt keine Möglichkeit, einen Überschuss zu lassen, damit man die quasi um die Karte knicken kann und dann hinten festkleben kann, sondern man muss es halt dann einfach so ausschneiden. Und da muss man halt gucken, wie man das am besten anbringt. Dann haben wir diesen hier. Die waren auch so in das Regal gestopft, dass ich da jetzt auch gar nicht großartig geguckt habe, wie viele es gibt. Da gab es bestimmt noch mehr Varianten. Aber die, wo ich jetzt gesehen habe, haben mir eben am besten gefallen. Und hauptsächlich ging es mir halt, wie gesagt, ums Papier, um diese glitzernde Folie und um das Vellum. Und dann diesen hier noch. Also ich fand die eigentlich schon ziemlich schön. Muss man halt jetzt gucken. Wie gesagt, ich glaube, diese 3D- oder diese Die-Cut-Sachen, die werde ich nicht verwenden. Aber wie gesagt, die Blätter und so, die haben mir halt schon sehr gut gefallen. Und das hier auch war auch cool. Oder ist cool. So, genau. Und dann habe ich gesehen, gab es auch wieder neue Sticker. Davon habe ich ja noch nicht genug. Aber ich finde die halt doch immer sehr schön und dann hast du halt immer, egal zu welchem Thema, passende Sticker dazu. Und diese Kreativsachen, die gefallen mir sowieso immer sehr gut. Die kommen auf jeden Fall immer mit. Und das hier fand ich sehr schön mit dem Mond, Regenbogen, Sonne und so. Ja, das ist auch natürlich sehr süß, passend auch zu Babyalben zum Beispiel, das habe ich zweimal mitgenommen. Das hier fand ich auch sehr süß, wie die zwei Vögelchen kuscheln und die Bienen. Ja, und da natürlich auch wieder der tolle Regenbogen. Dann haben wir dieses Set.
Das sind ja immer zwei Bögen. So ein bisschen Beauty, wenn man so eine Wellnessbox oder so machen möchte, dann kann man die ganz gut verwenden. Dann hier mit den Tierchen, die fand ich jetzt auch wieder sehr süß gemacht. Mit dem Häsle, das passt jetzt natürlich gut zu Ostern zum Beispiel, kann man aber auch so für Baby- oder Kinderkarten oder so machen. Dann hier die Katzen, die fand ich jetzt auch total witzig. Ja. Ja, und die Sonne hier. Und das ist halt alles so ein bisschen auch erhöht. Also es hat schon so einen leichten 3D-Effekt, da das halt nochmal so ein bisschen geprägt ist. Ja. Also von der Klebkraft, ich packe die meistens, oder bis jetzt habe ich sie halt immer so zur Deko für Briefumschläge oder so verwendet. Da habe ich jetzt noch nichts mitgekriegt oder gemerkt, dass das dann irgendwie abgefallen wäre oder so. Also eigentlich kleben die schon ganz gut. Wenn man sie jetzt natürlich auf Dauer irgendwo aufkleben möchte, kann schon sein, dass das dann porös wird oder sich oder die Klebkraft verringert. Aber da müsst ihr einfach mal gucken, für welches Projekt ihr das verwendet. Und manchmal ist es ja auch nicht so schlecht. Wenn es nicht ganz so doll klebt, dann können es die Beschenken nochmal abziehen und weiterverwenden und dann halt mit einem Kleber drunter nochmal richtig aufkleben. Also ich denke, das ist nicht einmal immer so schlecht, wenn irgendwas nicht so richtig klebt. Dann hatte ich in einem Video gesehen, oh, jetzt fällt mir gleich alles runter. Und zwar diese Schaumsachen hier. Bei wem habe ich das gesehen? Maria Castiel, glaube ich, heißt sie. Oder ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Auf jeden Fall so eine Mom-Bloggerin. Und die schaue ich halt sehr gerne, weil das auch authentisch ist. Und halt nicht nur die positiven Seiten, sondern halt auch, soweit man es eben auch zeigen möchte, so ein paar Sachen, die halt nicht so toll laufen oder Themen angesprochen werden. Und sie hatte eben für ihre Kleine diese Dinger hier mitgenommen und die riechen so gut. Das riecht so ein bisschen nach Apfel, Jelly Belly. Dann hier haben wir Lullaby, das riecht auch so gut. Ach, nach was riecht denn das, was jetzt gar nicht. Und das hier riecht richtig nach Bubblegum, Cutie Pie. Das riecht so richtig nach Kaugummi und das liebe ich ja. Ja. Jetzt muss ich mal. Also, das soll auch recht natürlich sein, sage ich jetzt mal. Es steht da aber nichts von wegen vegan oder so. Also, dass das nicht irgendwie blöd wäre. 3-in-1 Duschgel für Kids, nicht essbar für äußerliche Anwendung. Das ist, denke ich mal, klar. Aber gut, die waren so lecker, also die haben so gut gerochen, dass ich die jetzt einfach mal mitgenommen habe. Und wenn das natürlich so eine Kombi ist, Hair, Body and Face, dann ist das natürlich perfekt, weil dann hast du eine Flasche da stehen und kannst das halt für alles verwenden. So, und dann geht's weiter mit den Weihnachtssachen. Und zwar habe ich diese Blöcke hier gesehen und die auch mitgenommen. Da können wir einmal kurz durchblättern. Ich denke, da werde ich jetzt gar nicht so viel reden, sondern einfach durchblättern, weil, ja, reden jetzt nicht so meine Priorität ist. Das kann man halt wieder schön für Adventskalender nutzen. Und die Farben haben mich eben sehr angesprochen. Und das sind halt viele Motive dabei, die sehr schlicht sind. Das ist auch so süß mit den Bechern. Und das ist halt schön, weil das sehr schlicht ist und das kannst du halt für viele Sachen dann auch verwenden. Die sind beglitzert. Genau, und da hat man halt wieder Sachen, die man ausschneiden kann. So, das ist natürlich jetzt sehr beglitzert, aber auch noch in Ordnung. Dann haben wir dieses, das sind halt jetzt so die klassischen Farben. Was ist das? Ach so, das ist dann so eine Dessertkarte. Was ich halt sehr schön finde, sind diese Karos. Das hier zum Beispiel, wobei das schon ziemlich dunkel ist. Auch wieder für Adventskalender gut geeignet.
Das ist auch sehr schön. Wobei, wenn man das wieder so runterbricht auf ein kleines Format, dann ist das fast schon ein bisschen zu groß, das Motiv. Aber trotzdem sehr schön. Auch die fand ich ganz niedlich. Das ist wieder sehr dunkel, aber identisch zu diesem, glaube ich. Ne, aber nur größeres Karo. Ja, und sowas, da kannst du halt höchstens immer, dass du dann, wenn du jetzt hier durchschneidest, da hast du jetzt hier das Motiv beispielsweise, kannst du hier einen Spruch draufsetzen oder so. Also das lässt sich schon noch machen, oder du schneidest dir die Teile aus und kannst sie dann mit draufkleben. Sehr schön fand ich auch diesen Block. Von den Farben her, das hier zum Beispiel fand ich sehr schön. Dann will ich mal ausprobieren, ob ich das mit meinem Brother Scan and Cut schneiden lassen kann, dass der das richtig erkennt und dann halt mit so einem Rahmen, damit ich das nicht alles einzeln ausschneiden muss. Hoffe ich mal, dass das funktioniert. Das ist natürlich auch süß mit den Rentieren und mit dem Weihnachtsmann. Da steht Jolly Holy, Happy New Year und so weiter. Auch wieder perfekt für einen Adventskalender, die Zahlen. Dann hier mit den Geschenken. Das fand ich auch sehr schön, weil so Ton in Ton, also quasi in den hellen Hintergrund, aber das, die gleiche Farbe in dunkler nochmal als Muster drauf. Das ist sowas, finde ich einfach sehr schön. Weiß ich jetzt auch nicht, was man damit machen soll. Könnte man sich einrahmen, aber da passiert halt wenig. Du hast die Seiten auch nicht doppelt bedruckt. Heißt, ja, das Blatt wird wahrscheinlich weniger verwendet werden, oder man schneidet sich halt das aus und lässt diesen Text hier unten weg. Kann man auch machen. Ja, die sind auch so niedlich. Hier solche Kärtle, hast du eigentlich schon fast schon eine fertige Karte. Mit einem Hinterteil, Vorderteil sozusagen, könnte man kombinieren. Das ist mir jetzt auch wieder zu groß, also wüsste ich jetzt auch nicht, was man damit machen soll. Wenn ihr dazu Tipps habt, was ihr damit macht, höchstens, dass man das dann wirklich bei so einem Adventskalender, ich hatte ja einen Tee-Adventskalender gemacht in dieser Größe und habe dann außenrum diese Pockets draufgeklebt, dann könnte man das höchstens als Hintergrund nehmen. Aber ja, das ist auch wieder sehr schön. Das ist auch sehr schön. Also sowas gefällt mir halt, was dann wirklich so nur zwei Farben hat und fertig. Aber das ist, finde ich, auch sehr schön von den Farben her. Das wird das Gleiche natürlich, ne? Wieder so ein großes Motiv ist schwieriger zu verwenden. Genauso wie das. Ist jetzt fast ein wenig schade, dass da doch so viele Seiten drin sind mit so einem großen Motiv. Aber die anderen haben mir halt auch sehr gut gefallen. Dann dieses hier. So was Ähnliches gab es ja letztes Jahr auch schon mit den Farben, dass man dann wirklich so ein dunkelblaues hat mit so Sky. Aber auch wieder sehr schön, finde ich. Das ist auch sehr schön. Also das muss man ja auch nicht nur zu Weihnachten nehmen, könnte man jetzt auch zum Beispiel für Silvester nehmen beispielsweise. So zu sonstigen Festen. So, und den schwarz-weißen habe ich zweimal genau, weil den finde ich eigentlich immer am besten mit. Hier die Schneeflocken, hier die Rentiere. Ja, finde ich halt, ist halt sehr neutral. Das kannst du dann für Frau, Mann nehmen. Für Kinder würde ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt nehmen. Das da finde ich zum Beispiel auch sehr schön. Das sind einfach so kleine Sternchen in Gold foliert. Ja, hier auch wieder die fast fertigen Karten. Also sehr schön. Das ist auch toll mit dem Kamin. Also richtig, richtig toll. Also auch die Sprüche hier, das müsste man sich halt wirklich einmal ausschneiden. Auch sehr schön, wenn du nur so ein paar dezente Sternchen dann infoliert hast. Und das Letzte, es ist wirklich ziemlich dezent. Also vieles mit so Punkten, Sternen und so kleineren Motiven. Also den fand ich schon auch sehr toll. Haben wir die Blöcke. Dann mal gucken. Habe ich mir noch mal zwei von diesen
Köln mitgenommen, weil ich die doch ziemlich cool finde. Und ich denke, dass ich da jetzt auch meine, Sticker-Sheets einhefte, weil ich habe die alle in diesen einzelnen Mappen. Jetzt ist es aber natürlich einfacher, wenn ich quasi die Mappe habe und kann dann einfach reingreifen und die rausholen, die ich brauche und nicht immer eine Mappe auf, eine Mappe zu, dann wieder rein, dann wieder die nächste Mappe, sondern habe eine Mappe, greife rein, die, wo ich brauche und fertig. Ja, da muss man halt dann gucken, wie viele reinpassen, weil ich habe ja nicht dann nur vielleicht 5 Blätter von jedem Ding, sondern habe halt da den Glänzen in matt, durchsichtig, so milchig oder in Kraftpapier oder so einfaches Papier. Da habe ich natürlich dann, was weiß ich, mindestens 50 bis 100 Blatt. Und das ist dann natürlich schon ein Stoß. Und dann muss ich mal gucken, wie viel reinpassen. Aber da habe ich jetzt auf jeden Fall 2, dass ich da dann quasi unterteile in durchsichtig, milchig oder so und Kraftpapier. Und die anderen glänzend, matt und normales Papier. Dann hat man überall 3 Sorten drin, die man halt am meisten verwendet. Und habe das halt einfach noch mal ein bisschen gebündelter zusammen. Und dann habe ich mir diese Strumpfhose noch mitgenommen. Das ist jetzt aber eine Thermo. Oder? Doch. Doch, weil die ist innen nämlich noch mal so gefüttert. Und das ist natürlich jetzt perfekt für den Winter, Herbst, wie auch immer. Wenn man jetzt halt, wie gesagt, dann ein Kleid anziehen möchte. Das ist jetzt eine Leggings, genau, also die ist unten offen. Ich weiß immer nicht, was besser ist. Also es kommt halt immer drauf an, für welch, was man dann für Schuhwerk tragen möchte. Ja, aber die ist halt jetzt in so einem, ja, mit so Zacken, ihr seht es ja. Aber die ist halt jetzt schön gefüttert innen. gefüttert. Ich hoffe, die passt. Ansonsten schaue ich, dass meine Schwester mal anprobieren kann. Aber wie gesagt, bei Strumpfhosen nehme ich immer gerne größer, weil ja, ich mag das nicht, wenn man so eingeengt ist. Und dann habe ich diese Shape Sporthose, weil die habe ich mir schon mal mitgenommen. Und jetzt war sie nämlich, glaube ich, wieder in der Werbung. Und solche Hosen kann ich eigentlich nicht genug haben, weil ich ziehe eigentlich gar keine Dinger mehr an, Jeanshosen. Ich habe, glaube ich, 2 Jeanshosen noch da. Aber am liebsten ziehe ich halt wirklich solche Leggings an, beziehungsweise eben diese Sporthosen, weil die zum einen müssen sie blickdicht sein, sind sie meistens. Und wenn du normale Leggings nimmst, sind die ja oft aus Baumwolle und matt oder halt sehr, oder die waschen sich auch leichter aus. Und diese Sportleggings, die sind halt nochmal blickdichter und haben halt diese glänzendere und glattere Oberfläche. Und das gefällt mir einfach besser als diese Baumwoll-Leggings. Ja, also die hat eben das letzte Mal sehr gut gepasst, deswegen habe ich die jetzt auch noch mal mitgenommen. Ja, weil irgendwann ist halt dann der Gummi zum Beispiel, also nach einer Zeit, wenn man es öfter wäscht, ist dann der Gummi irgendwann auch nicht mehr so schön. Oder hier die Naht an der Seite, die kann sich dann auch mal, weil das ist ja auch Gummi, mal verkürzen oder halt zusammenziehen, wenn man die oft genug gewaschen hat. Und ja, dann macht es nichts, wenn man da mal einen Ersatz hat. Dann hat man halt eine Schlamperhose für zu Hause. Da macht es ja nichts, wie die ausschaut. Aber so kann man die dann gar nicht genug haben, wie gesagt. Und dann habe ich auch diese hier entdeckt. Und die sind ja eigentlich relativ teuer. Und jetzt wollte ich mal gucken, weil ich habe, glaube ich, noch nie so einen Tee gehabt. Ich habe die halt nie gekauft, weil die mir ehrlich gesagt auch zu teuer waren. Und dort waren die halt jetzt relativ günstig. Und jetzt dachte ich mir, nee, das sind schon normale Beutel, ne? Oder? Ja. Aber ich habe jetzt gedacht, das ist irgendwie so eine Löffelform. Weil das halt so einen Löffel hier hat. Genau. Oh, aber riecht sehr gut, sehr, sehr gut. Yes. Also da freue ich mich schon drauf. Ich denke, dass ich nach dem Video mal schnell einen Tee machen werde. Eigentlich wollte ich mich dann noch hersetzen und an meinen Halloween Schachteln arbeiten. Die gibt es ja auch bald im Shop. Da wollte ich jetzt aber noch ein Video zu drehen und nochmal anständige Bilder machen, damit ihr auch seht, wie das Ganze am Ende aussieht. Wo habe ich die denn liegen? Oh.
kann ich ja mal eben zeigen. Das möchte ich eigentlich dann schon noch machen, aber ich merke schon, dass ich jetzt schon gar nicht mehr stehen oder hocken kann. Und zwar werden das solche Boxen und die gibt es eben auch als SVG-Datei in meinem Shop, dass du die quasi runterladen kannst und über deinen Plotter schneiden lassen kannst. Und da passen halt dann wunderbar diese Schokoladentafeln rein, Riegel. Die gibt es, glaube ich, meiner Meinung nach auch zu Weihnachten und zu Ostern. Ich hatte die, glaube ich, schon mal. Und ja, du kannst ja auch sämtliche andere Sachen da rein tun, die jetzt da die Größe haben. Es gibt ja bestimmt von, was weiß ich, von welchen Firmen noch so Schokoladentafeln, die sicher mit reinpassen würden. Oder du kannst sie ja dann auch in der Datei in der Größe verändern. Das heißt, du kannst sie entweder größer oder kleiner machen. Sie bleibt halt allerdings in dieser Form, weil du kannst ja quasi nur auf- und zuziehen. Aber im Grunde genommen soll es ja dafür sein, in so einer länglichen Form und für diese Riegel eben. Und die kannst du dann aber auch wunderbar zum Beispiel als Adventskalenderschachtel nehmen. Entweder, dass du sagst, du klebst die dann übereinander, ne, dass du dann quasi so einen Turm hast und kannst dann immer diese Schubläden rausziehen sozusagen. Oder lässt sie halt einzeln und oder keine Ahnung, wie du es dann drapieren möchtest. Es ist ja dann deine Entscheidung, ob du sie dann bloß in so eine Box legst oder wie auch immer lose drin hast. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich dekoriere das so ein bisschen Halloweenisch. Genau, und die gibt es dann eben auch, da habe ich auch schon ein bisschen noch vorbereitet, im Shop als SVG-Datei, die du dann eben, wie gesagt, runterladen kannst. Ich möchte aber dazu noch ein Video machen, wie man das Ganze natürlich auch ohne Datei machen kann. Das Ganze sieht dann auch so aus, wenn du das ausgeschnitten hast, dass du dann hier diesen Schub hast, dann diese Außenseite, dann die Innenlage quasi für innen, weil das wird dann hier, habe ich da eins drin. Hier habe ich, glaube ich, keines drin. Doch, hier habe ich eins drin. Also das wird dann hier reingelegt, weil die Box lässt sich eben auch basteln ohne Kleber, dass du dann keinen Kleber verwenden musst. Ich glaube, das habe ich aber nicht festgeklebt, oder? Nee, also die wird dann quasi nur reingesteckt und damit hält es schon. Und damit es halt einfach schöner ausschaut, wird dann einfach nochmal so ein Blatt reingelegt. Entweder du machst das Blanko mit so einem neutralen Papier oder eben auch mit Designpapier. Das kann man ja dann entscheiden. Klebst es fest oder nicht? Es ist eigentlich egal. Aber letztendlich brauchst du für diese Schachtel gar keinen Kleber. Ha, wobei, Quatsch, das stimmt ja gar nicht. Für die Hülle brauchst du einen Kleber, weil du musst dir die Außenseite festkleben. Aber wie gesagt, für die Schachtel, für die Innenseite eben nicht. Ja, aber wie gesagt, dazu möchte ich eigentlich jetzt noch dann ein Video machen und eine kurze Anleitung. Ich werde es aber wahrscheinlich so machen, dass das dann separat kommt, aber muss ich mal gucken. So, dann habe ich noch solche Boxen mitgenommen, weil da gab es ja keine mehr. Und da packe ich ja immer so meine Shop-Sachen rein. Und da habe ich jetzt noch mitgenommen diese Deko-Snow-Sachen mit diesem Glitzer. Wollte ich auch mal probieren, wie das ist, weil davon habe ich eigentlich auch schon Positives oder gehört beziehungsweise schöne Sachen gesehen, weil das halt so 3D-mäßig bleibt. Also das bleibt dann wirklich so bubbelig. Das soll recht standfest sein. Dann hier habe ich nochmal Washi-Tape mitgenommen. Da muss ich jetzt gleich mal gucken. Ich bin mir dann immer so unsicher, ob ich das jetzt schon habe oder nicht. Aber bevor ich es dann nicht habe, und die fand ich halt doch wieder ganz niedlich mit den Regenbögen und hier dieses dieses Karo fand ich auch sehr toll. Bevor ich es dann nicht habe, habe ich es dann mitgenommen und wenn es dann doch schon da ist, entweder ich behalte es und ich sortiere die aus, die ich nicht so gerne mag. Und wie gesagt, meine Kleine babbert ja sehr gerne, die bekommt dann auch was davon ab. Oder ich verschenke es dann oder wie auch immer. Ja, sagen wir auch nichts dazu, ne? So, und dann habe ich dieses hier noch gesehen mit diesen Glitzer und ich fand die Farben so toll. Und das sind ja solche 3D Pearl Drops, aber die lassen sich auch wunderbar als Strukturpaste verwenden. Also sprich, wenn du deine Schablone damit verwendest und es einfach so drüber streichst und ordentlich trocknen lässt, dann kann man das damit auch wunderbar nehmen. Dann die Clips fand ich jetzt auch wieder sehr schön von den Farben her, so ein bisschen pastellig. Hier haben wir noch das Blättle.
Und das hat mich schon mal jemand gesagt, das ist dieses Blaue hier ist nur so eine Schutzfolie. Ich glaube, eine Dame hat einmal kommentiert, die hat es dran gelassen, die hat es nicht gewusst. Deswegen zeige ich es jetzt einfach nochmal, falls jemand auch diese Boxen hat, weil ich dann schon immer geschaut habe, wo mehrere da waren, dass ich die nehme mit Folie, weil die sind dann eben noch nicht zerkratzt durch den Transport oder, ach komm, was ist das denn jetzt? Oder durchs Liegen halt, ne, dass wenn das jetzt dann im Regal liegt, dann ist das meistens schon ein wenig sichtbar. So, dann nochmal eine Box. Da habe ich aber die Sachen rein, damit es einfach nicht so viel Platz wegnimmt. Und jetzt fällt mir die Tüten noch. Oh, da habe ich die Kracher und die Gummibärler drin. Tja, böse, böse. Ja. Muss halt auch mal sein, hätte ich gesagt. Und dann habe ich noch eine einzige Box. Da ist auch noch mal was drin. Ich hoffe jetzt nicht noch mehr Süßigkeiten. Okay, nee, ach ja, stimmt, ich habe ja die auch noch mitgenommen, weil die mir vom Muster her auch ganz gut gefallen hat. Das ist die dünnere jetzt nochmal. Und das hat eben so ein Muster. Und das fand ich eben auch nicht schlecht, so für Kleider, wie gesagt, wenn es mal ein bisschen schicker sein soll. Und das hatten wir letztes Jahr, glaube ich, schon gemacht. Also ich mit meiner Kleinen, diese Häusle. Und das hat ihr doch sehr gut gefallen. Wir haben das dann teilweise auch beleuchtet, beziehungsweise das waren nicht diese Häuser, sondern diese 3D-Szenen, wo du dann quasi so einen Kamin mit Stuhl und einer Katze hast und das ist halt so 3D-mäßig. Und dann haben wir das noch beleuchtet und da haben wir halt jetzt solche Häuschen. Und ich denke, dass die unten offen sind, oder? Nein, sind nicht offen, aber man könnte ja vorher Lichterkette reinmachen, dass man das halt dann von außen noch an- und ausschalten kann. Muss ich mal gucken, wie man das machen. Oder ich schau mal, ob man jetzt sogar den Boden weglässt, dass man dann quasi so ein elektrisches Teelicht drüber stellen kann. Hinstellen und dieses Häusle dann quasi drüber stellen kann, dass das dann auch beleuchtet ist. Eigentlich müsste das ja gehen, ne? Weil das ist ja so ineinander gesteckt. Wobei der Grund gibt ja den Stand, ne? Naja, muss man mal gucken. Oder vielleicht bohre ich da einfach so ein Loch rein in den Boden. Muss ich mal gucken. Oder wie gesagt, ne, Lichterkette, da gibt es ja Lichterketten mit nur 10 Lichtle. Und die Schnur lässt du halt dann draußen mit dem An- und Aus-Knopf. Also die fand ich auf jeden Fall sehr süß mit dem Kätzle. Dann haben wir diese Variante mit dem Schneemann. Und dann noch diese Variante mit dem Hasen. Also fand ich alle drei jetzt ganz niedlich, deswegen haben wir die mitgenommen. Also ich habe jetzt einige Sachen da, die man jetzt dann basteln und verwenden kann für die kältere und die schmuddelige Jahreszeit, beziehungsweise die hat ja schon angefangen. Genau. Aber ich denke, wenn es dann noch mal ein bisschen kälter wird, dann hat man da noch mal mehr Lust drauf. Also jetzt aktuell geht's noch, weil wir haben jetzt doch noch ein paar sonnige Tage gehabt und wärmer. Also es wurde ja noch mal ein bisschen wärmer bis 20, 22 Grad. Da hatte ich jetzt noch nicht so das Bedürfnis, in die winterliche Bastelei zu gehen. Ja, wie gesagt, das kommt bestimmt noch. Und wenn meine Kleine dann sagt, ja, sie möchte das gerne machen, dann werden wir das tun. Genau. Was ich euch aber gerne auch noch zeigen wollte, da das vielleicht für den einen oder anderen auch interessant sein könnte. Ich weiß ja nicht, wer so ein bisschen mit Resin arbeitet oder mit Holz oder so ein bisschen Anhänger, also solche wirklich kleineren Sachen. Und zwar habe ich hier mir diesen Bohrer gekauft. Da muss man schon ein bisschen vorsichtiger mit umgehen, weil den ersten, den ich gehabt habe, der war dann irgendwie gleich verbogen hier, weil das ist dieser der löst quasi, dass du hier aufschrauben kannst. Das ist quasi wie bei so einem Akkuschrauber, ne, dass du da dann deine Sachen einspannen kannst und das wird dann größer und kleiner. Und das spannt sich halt dann da ein. Und da muss man halt einfach aufpassen, dass man da nicht zu dolle dreht, weil da war noch, oder da ist so ein Werkzeug noch dabei und ich dachte, man muss das halt wirklich feste ziehen, weil beim ersten Versuch hat sich das dann auch gelöst.
Und dann habe ich wohl, weiß ich nicht, ob es dann schon vorher verbogen war, weil es ließ sich auch schwer öffnen zum Einstecken. Und habe das halt dann ordentlich zugedreht. Und ich weiß nicht, ob das dann von mir kaputt ging. Weil ich habe es nur einmal rein und dann habe ich es nicht mehr rausgekriegt. Also das kann ja so schnell eigentlich auch nicht passieren. Und dann hast du halt einige von diesen Blättchen mit drin, beziehungsweise solche Schleifsachen und so weiter, was du halt hauptsächlich dann mit Holz oder Resin oder so nehmen kannst. Aber mir ging es halt hauptsächlich um den Bohrer, weil ich habe es probiert mit meinem normalen Akkuschrauber. Und das geht ja gar nicht. Ich habe zwar nochmal so einen kleinen, aber der hat ja so einen Sechskant-Einsatz, also wo du wirklich nur diese Bits reintun kannst und nicht solche Bohrer. Ja, das hat mich dann schon wieder ein bisschen genervt. Dann habe ich geschaut, es gibt zwar solche Bohrer mit so einem Sechskant, damit man das dann auch verwenden kann, aber selbst der war halt sehr schwer. Wenn du wirklich jetzt zum Beispiel in so einem Teil nur so ein Loch reinmachen möchtest, war das schon unhandlich. Und der ist richtig schön klein, also der ist ungefähr so groß wie eine Hand. Da hat man diesen ganz schmalen Bohrer, genauso wie diesen hier. Jetzt habe ich hier das Blebberle noch hänger. Der ist halt schon nochmal wesentlich größer. Steht dann Maß? Nein. Naja, aber mir ging es halt hauptsächlich um diesen kleinen, weil da kannst du dann zum Beispiel dein Resin, deine Gießsachen eben ein Löchle reinmachen für Ohrringe beispielsweise, damit du halt diesen Ring durchfädeln kannst. Oder eben für Anhänger oder sonstiges. Und das fand ich halt jetzt richtig cool. Und auch diese Blättchen oder diese Schleifkappen, wo du ja da mit dabei hast, kannst du dann auch wunderbar verwenden, um so die Kanten so ein bisschen zu entschärfen. Genau. Es gibt ja auch nochmal diese kleinen Bohrer, die du dann mit der Hand drehst. Aber wenn du dann ein bisschen was Dickeres hast, dann brauchst du ja schon eine gewisse Zeit. Und dann dachte ich mir eben, das kann man ja auch noch für andere Sachen verwenden. Das könnte ich jetzt theoretisch sogar zum Nägelmachen verwenden, weil ich habe ja auch solche Bits und ich habe schon geguckt, ob man nicht diese Bohrer hier einstecken kann, aber das ging nicht. Also ich konnte bei meinem Nagelfräser leider keinen von diesen Bits einklemmen, weil die dann zu schmal waren und diese Klemme hier vorne hat ja nur einen An- und, also man kann es nur aufmachen oder zumachen. Und hier kann man halt diese Dicke noch einstellen. Also man kann das halt wirklich schön zudrehen, wie bei so einem Akkuschrauber. Also das nur mal als Tipp. Ich kann das euch gerne auch mal unten verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Ansonsten schreibt es gerne in die Kommentare. Dann trage ich das noch nach. Und von der gleichen Firma habe ich ja auch meinen geliebten Heißklebepistole. Mit Akku, also die Heißklebepistole, die schaut auf dem Bild sehr groß aus, ist aber auch nicht so übermäßig groß und halt wirklich auch schön handlich. Und ich muss sagen, die hat eine gute Leistung, was halt ein bisschen negativ ist, wenn, wie soll ich sagen, manchmal passiert es halt, dass der Klebestick zu viel Druck noch hat und dann vorne rausgequetscht wird, wenn der noch zu lang ist. Wenn er dann aber über diesen Punkt hinauskommt, was relativ schnell passiert, also hier, der ist jetzt nicht mehr hier drinnen, sondern hier, dann ist er ein bisschen lockerer, habe ich das Gefühl, und dann drückt es nicht mehr so nach vorne. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt gescheit beschreiben soll. Auf jeden Fall ab einem gewissen Punkt wird es halt leichter und dann drückt er nicht mehr so nach vorne und ja, dass das halt nicht weiterläuft. Aber wie gesagt, das ist eigentlich halb so wild, weil ich möchte ja auch ordentlich was rauskriegen. Und bei den anderen musste man immer 100-mal drücken. Und wenn man was Größeres hat, dann ist an der einen Seite schon trocken, und bis du das mal fertig aufgetragen hast. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Von daher ist es mir so lieber. So habe ich dann einfach ein Blatt oder eine Unterlage oder sonst irgendwas drunter. Und dann kann das von mir aus so ein bisschen runtertröpfeln, aber so viel ist das jetzt nicht. Also für mich ist das jetzt nicht so schlimm. Schlimmer wäre es halt, wie gesagt, wenn du dann ewig viel Kraft aufwenden müsstest beim Drücken, obwohl der schon komplett aufgeheizt ist, muss man ja auch bedenken, wenn es noch nicht heiß ist, dass es dann schwieriger geht natürlich, wenn das nicht schmilzt, logischerweise. Aber der ist komplett aufgeheizt und
wenn man dann so 8 drücken muss, das hatte ich bei Einhell, glaube ich. Den habe ich dann auch wieder zurückgeschickt. Also ich habe einige probiert und mit keinem war ich so richtig zufrieden. Genauso wie mit dem kleinen Bosch. Also der, da musst du auch so viel drücken. Und dadurch, dass dieser Drücker oben ist, hast du den irgendwie komisch in der Hand. Dass das dann, ja, für so kleine Projekte bestimmt cool. Aber wenn du dann so ein bisschen mehr hast, und du halt jetzt zum Beispiel hier einmal außen rumkleben möchtest, du fängst hier an und musst ewig drücken und bis du dann hier unten angekommen bist, ist das da schon fast fest, dass es dann quasi nicht mehr klebt und das ist ja für mich kein nicht Sinn und Zweck der Sache. Und wenn du natürlich sowas Starres hast, kannst du nicht hier anfangen, schon mal kleben und dann weiterziehen, sondern wie bei Stoff zum Beispiel oder so, sondern musst halt dann gucken, dass du die komplette Fläche direkt einschmierst. So, ja genau, also so viel zum Thema, nicht viel reden. Also ich werde jetzt dann wahrscheinlich mich auch noch kurz hersetzen und diese Anleitung drehen und mal kurz ein paar Bilder schießen, damit ich die Datei auch online stellen kann in meinem Shop. Also lange werde ich jetzt nicht mehr schaffen, weil ich merke es jetzt schon. Genau, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Schau doch gerne auch beim nächsten vorbei, wie ich diese Schachteln eben mache. Schau auch gerne auf meinem Etsy-Shop vorbei, in meinem Etsy-Shop. Da gibt es jetzt aktuell 20 Tage 20% auf alle Produkte, also egal was, du kriegst 20% und kannst eben ja einmal durchstöbern und wenn du schon mal was ins Auge gefasst hast, dann kannst du da jetzt zuschlagen. Geht bis zum 29. Oktober. Sind auch ein paar Halloween-Sachen dabei, falls das interessant ist. Wie gesagt, auch die Schachteln. Meine Lieben, eine kleine Ergänzung habe ich noch. Denn beim DM gab es ja auch diese tollen Stempel hier. Und da habe ich jetzt doch noch diesen anderen gesehen. Den habe ich zwar das letzte Mal auch schon gesehen, war aber dann so fixiert auf den hier. Aber den fand ich jetzt doch auch noch ganz schön, weshalb ich mir den jetzt auch noch mitgenommen habe. Und dann gab es eben hier diese Sticker. Da muss ich jetzt dann auch noch mal gucken. Das letzte Mal tatsächlich hatte ich einen, glaube ich, doppelt. Aber ich kann mir das nie merken. Ich kann mir nie merken, ob ich das jetzt dann schon habe oder nicht. Und da ich die halt doch schon sehr toll finde und jetzt auch vermehrt auch im Memory Book meiner Kleinen verwende, dachte ich mir, na komm, wenn du jetzt dann was doppelt hast, entweder du verschenkst es oder benutzt es halt dann mehrfach, weil die sind halt schon sehr schön. Wobei ich mich da auch schon von manchen getrennt habe, wo ich gesagt habe, okay, die brauche ich jetzt echt nicht doppelt. Aber ich glaube, wenn ich es jetzt dann einräume, dann sehe ich es, dann schreibe ich es noch mit drunter, ob ich da jetzt wirklich was doppelt hatte. Aber ich glaube, die sind neu. Die hinteren, die habe ich dann schon erkannt. Da habe ich dann wirklich gesagt, ach ja, das habe ich ja schon. Aber es, also wenn man jetzt zum Beispiel nach Everyday geht, kann man nicht gehen, weil es gibt dann eben bei den neueren Kits, bei den neueren Sets die gleichen Namen. Liebe, Familie, Reisen, Baby und so weiter. Deswegen ist es dann immer ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, das hier fand ich halt jetzt wieder sehr toll. Einmal das mit dem Chipboard. Dann mit dem durchsichtigen und mit den weißen Stickern. Auf ins nächste Abenteuer. Heute ist mein Lieblingstag. Good job. Glücklich steht dir gut. Wundervoll. Happiness. Also sowas kann man halt so schön verwenden für so Tagebücher und sowas. Dann hier, dieses fand ich auch sehr schön. Außer das jetzt mit dem Zebra, das bräuchte ich jetzt nicht. Aber der Rest war dann doch ziemlich schön. Gerade so dieses Florale. Gefällt mir sehr gut. Dann hier, das ist halt alles so ein bisschen nudie gehalten, wie der Regenbogen, die floralen Sachen, sowas gefällt mir halt aktuell auch sehr gut. Und dieses hier, ja, spricht mich schon sehr an. Dann hier, das sind meistens solche Sondersachen, die dann zu einer Kollektion, zu Büchern oder sonstiges gehört. Also ich glaube, dass ich das tatsächlich auch wirklich noch nicht habe. Wie gesagt, ich schaue jetzt dann mal nach und schreibe es dir dann unten mit hin. Ob ich mich da jetzt wirklich so getäuscht habe, aber gerade so dieses für dich, hello beautiful, you are amazing, you make me happy, nur wir, thank you, life is good, Lieblingsmensch, also das finde ich halt alles sehr, sehr schön,
zwar auf Englisch, aber selbst das verstehe ich, ja, obwohl ich echt kein Englisch so gut kann. Ja, aber das gefällt mir auch sehr gut. Das ist jetzt aber mehr so Work, so ein bisschen busy, erledigt, zum Beispiel Termine, To-Do, Prio. Das könnte man jetzt zum Beispiel sehr schön auch im Bullet Journal verwenden oder halt im Planer. Und dann hier nochmal mit Zahlen, To-Do, wichtig, dann so ein paar Washi-Stripes. Also ist natürlich kein Washi-Tape in dem Sinn, aber halt solche Streifen. Genau, also das fand ich jetzt auch wieder sehr schön. Ich glaube, das werde ich sogar direkt mal rüber tun an meinem Platz mit meinem Planer. Dann ist es doch direkt mal ein Anlass, das zu verwenden. Genau, das wollte ich dir jetzt noch kurz zeigen, dass das da beim DM gab. Was hatte ich hier? Diese Washi-Tapes, beziehungsweise das sind ja Washi-Sticker. Da gab es wohl noch ein anderes Set, das gab es dort aber leider nicht mehr. Also wenn du, wenn es solche Sachen gibt, die so ein bisschen Saisonartikel sind oder halt jetzt nur für diesen bestimmten Zeitraum, dann muss man wirklich schnell sein, weil solche Sachen sind dann immer relativ schnell weg. Da hatte ich jetzt noch Glück mit diesem Stempel, wobei er hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber der hat mir halt doch sehr gut gefallen. Und ja, also wenn man die dann irgendwie so verwenden möchte für Umschläge zum Beispiel, auf Briefumschläge oder sonstiges, dann ist das halt doch immer ein ganz schöner Hingucker. So, und jetzt sage ich aber wirklich Tschüss. Das war's. Das wollte ich euch jetzt aber trotzdem noch kurz zeigen. Jetzt habe ich schon alles so weit weggeräumt, noch was zu trinken geholt. Mir wurde es jetzt auf einmal so warm. Aber ich möchte das jetzt durchziehen, weil seit 2 Wochen hatte ich das jetzt schon vor und dann ist Halloween, dann braucht das auch nicht mehr. Von daher ziehen wir das jetzt mal schnell durch und dann ja, kann ich das Video bearbeiten und die Sachen hochstellen. So, dann freut euch drauf und bis zum nächsten Mal. Ciao!